Hallöchen, liebe Freunde und Freunde der gepflegten Zockerei. Hier sind wieder eure MacRavers mit einer neuen Runde Borderlands 2. Bei mir sind der Baldur, Hola! der Chris Hallo! und der Lupus. Hallo zusammen! Ich bin der liebe Daikasei. So, was machen wir jetzt? Gabquest. Moment. No. Ich, aber hier ist doch gar nichts mehr, oder? Ich würde sagen, Ja, wir lass gewinnen mich. das Wir Spiel. könnten. Die Crumpets haben wir noch nicht. Wir Nee, die könnten die sind. Rüstung für Ellie abgeben. Die Hunter Stadt kommen wir Scrotos sowieso immer Forge noch ist zu. auch falsch. Pete, der Unbesiegbare. Folge dem Leuchten. Ich würde mal sagen, töte den inkontinenten Skekt. Falsche DLC. Wir hätten hier noch Verleugnung, Zorn, Initiative. Dann hätten wir noch die MMORPG FPS oder schweres Versagen. Schweres Versagen. Komm, wir heben jetzt die Waffe auf. Ich dachte, das wolltet ihr eben nicht. Ja, eben noch nicht. Du hättest damit einfach eine neue Quest gestartet. Ach, die Zeiss. Das mache ich jetzt. Ich hebe die ultimative Waffe auf, Ja, dann mach die doch. so imbar ist, Hast du eh so nicht. absolut mega imbar. Dann antworten sie scheiße, so wie du das da darstellst. Er hat seine Medikamente schon wieder nicht genommen. Ey, willst du Stress oder was? So wie du das Siehst erzählst, du? kann die nur scheiße sein. So, imbar. Die ist ziemlich gut, hat Ich habe eine und Eins. Eine Eins? Das ist ein kritischer Fehlschlag. Auch als Griff ins Klo bekannt. Was? Wie kann man denn beim Aufheben einer Waffe verkacken? Tja, wie es aussieht, flutscht euch die Waffe aus der Hand und fliegt weit weg. Oh, hoppala. Da hinten hin. So sind die Regeln, Mordi. Keine Panik, Baby. Einfach die Waffe suchen und nochmal würfeln. Okay, ich such sie. Aber diesmal nicht wieder verkacken, Baldur. Da hebt halt eine andere so auf. Muss halt mal richtig würfeln, Junge. Ich kann würfeln im Gegensatz zu dir. Ach, scheinbar ja nicht. Hast eine Eins gewürfelt gerade. Ja, Ich dann kann mach's nur mal eine besser, mein würfeln. Freund. Los, komm. Da liegt sie. Da liegt sie. Mach's besser. Easy. Los, beweis mir, dass du es besser kannst. Ha! Verkackt! Der Würfel ist kaputt. Ah, mein Freund. Genauso ein Scheiß-Kack-Würfler wie ich. Also. Wow. Ha! Das ist unfair. So, wo ist sie denn? Da hinten ist sie. Wer will jetzt sein Glück versuchen? Ich. Ich will auch mal sterben. Ich komme mir vor hier wie bei Arthur, weil das Schwert aus dem Stein zieht. Jeder darf mal, jeder kommt an die Reihe. Jeder darf mal verkacken. Ja. Jeder darf mal eins würfeln, ey. Gut. Nein, ich würfel nur 20. Aha. Bei DSA wäre aber auch nicht besser. Oh, ja gut, bei DSA und D&D ist es ja genau umgekehrt. Na gut, DSA habe ich noch nie gespielt. Das spielen auch nur Profis. Tja, die es können. oh Gott, wie weit ist denn die Kackwaffe da Ja, geflogen? hallo, wir sind hier bei Borderlands. Gefallen, ne? Die ist gefallen. Stirb einfach. Also eigentlich ist sie geflogen mit Nachtbrenner. Ja, scheinbar. Deine Eins war wohl schlimmer als meine, Tja, hä? also Du bist auf wenn ich jeden was Fall mache. mal weiter geflogen und du hast epischen Schaden bekommen. Ja, wenn ich was mache, dann meist auch richtig, ja? Oder richtig falsch, ja. Nee, wenn ich verkackt, dann richtig. Ja, genau, richtig falsch. Also keine halben Sachen hier, also. Da kann ja jeder kommen. Falsche Waffe. Oh. Immer her damit. So. Da liegt sie irgendwo. Da, da. Okay, letzte Chance, letztes Mal würfeln. Mordecai, du bist dran. Okay. Sag mal, willst du mich verarschen? Was? Nee. Gegen alle bekannten Regeln der Wahrscheinlichkeit verwandelt sich die Waffe in ein riesiges Monster. Und das hat Schwerter statt Hände. Och, tut mir leid, tut mir so leid. Ich glaub, der Würfel ist gezinkt, ey. Mal ganz ehrlich.
Arguk, der Metzger. So, die Fee ist auf unserer Seite. Die habe ich gefangen. Hm. Weil ich einfach gut bin. Wo ist er denn? Und Feen mag. Ich hasse Elfen, aber ich mag Feen. Bist Feenfreund? Ja, ich mag Feen, ich hasse Elfen. Ich hab sie! Ach, scheiß drauf. Ich geb sie dir einfach. Na los, nimm sie. Brauchst nicht mal zu würfeln. Ach, auf einmal müssen wir nicht mehr würfeln. Wie ich würfeln hasse. Oh, danke. Das kommt. Und zurück. Wir hätten dann noch... Das da. Du? Alter, ich bin ja gerade auf Speed, ey. Whee. Ja, das ist die Fee. Wenn du umlaufen bist, boostet sie, sie hält Schilde, sie greift Gegner an. Die sind super. Die Waffe hat übrigens eine relativ hohe Feuergeschwindigkeit und ein großes Magazin, meistens auch Elementarschaden. Sie hat bloß einen Nachteil. Nach einer gewissen Anzahl an Schüssen landet sie in deinem Inventar. War so klar. Mit dem Namen. Bei Nässe Rutschgefahr. Ja, ich behalte aber lieber mal noch meine anderen ein wenig. Sehr blöd, wenn du die Waffe halt immer wieder verlierst. Ach, gibt Schlimmeres, wechselst du auf eine andere. Ist ja nicht so, als hätten wir nur eine. Doch, ich habe nur eine Waffe, was ganzes Playthrough hier benutzt. Streber. Idiot, würde ich eher sagen. Ich habe noch meine Anfangsgeschichte. So, geh zum Schlupfwinkel des Monsters. Dann machen wir das doch mal. Guck mal, da sind die zwei Türme. Da ist das Monster. Oh, welches Monster? Ich sehe nichts. Oh, Leute, das wird so lustig. Moment. Piss dich, Alter! Detail spawnt nur alle 10 Minuten und wir waren zuerst da! 420 Esports! Lol! Alle bereit machen! Es spawnt! Los! Tötet es! Bevor die es töten! Verdammt! Jetzt müssen wir 5 Minuten warten, bis das Ding respawnt! Unsere dunkelste Stunde ist gekommen! Esports 420 Speedruns! Idee! Wenn ihr die anderen Spieler zum Rage Quit bringt, könnt ihr das Monster einfach selbst töten. Wenn ihr einen von ihnen im Nahkampf erledigt, einen anderen mit dem Präzisionsgewehr in den Kopf ballert und die Leiche des Dritten schändet, bringt ihr sie garantiert zum Rage Quit. Okay. Wen soll man den Hedge quitten? Der No-Scope. Wo ist denn der No-Scope? Ach da, Forcement die. So, DX. Also den da Headshot, okay, hab ich. Gut. So, nochmal auf Forcement die No-Scope. No-Scope. Haben wir geheadshottet. Voltrox. Teabaggen, den müssen wir teabaggen, den hier. So, teabaggen, los, teabaggen! Whoop. Lo, zweimal, einmal geteabaggt. Nochmal T-Baggen! Wer war denn das überhaupt? Keine Ahnung. Da kommt was! Und bumm! Nee, ich glaube, die müssen erst respawnen, richtig, oder? Ja. Ja. Ich bin wieder da! Der Boss gehört mir! T-Baggen! T-Baggen! Whoop! Wo ist er? So, nochmal! Im Nahkampf kein Ding, ich mag extra Schaden. Da fehlt doch noch einer, wo ist denn der? Ja, den wir im Nahkampf erledigen sollen, der kommt da glaube ich gleich angerannt. Da ist er, da kommt er. Also, da ist er. Da, und Nahkampf, boop. Interessant. Den lassen wir gar nicht aufstehen, den Arsch. So. Jetzt können wir den Gegner.
immer drauf. War ja einfach. Ja. Ja. Nicht dein Ernst, Baldo. Ich glaube. Das sah fast aus, als hätte das Geschütz dich weggeballert, ey. Ja, hat's auch. Ach, wegen Duell. Was habe ich überhaupt aufgesammelt? Steigert Gesundheitsstatistiken. So, was haben wir dann noch hier in der Gegend? Ja, wahrscheinlich die Hauptquest, oder? Action Skill. Main Quest. Ja, jetzt muss ich mal gerade gucken, was ich hier gesammelt. Harmonie. Bewegung. Mr. Tong haben wir, das von Ellie haben wir. Ja, es bleibt eigentlich nur noch Hauptquest. Was ist dann hier hinten? Was war denn die Hauptquest? Was dann hier? So, sehr schön. So viel Mist hier, was ist so, denn die Hauptquest? Moment. Quests. Crumpix. Die Hauptquest ist Verleugnung, Zorn, Initiative. Weiter geht's. Erstmal, wenn wir das hier weitermachen, dann müssen wir nicht erst in die Stadt rennen. Jo, gerade noch ein bisschen Munition sammeln. Kann niemand Probe liegen in den Gräbern oder so? Ach nee, heute nicht. Wenn die schon mal gerade offen sind. Heute nicht. Heute nicht. Falsche Richtung. Was ist hier? Wenn das hätten um die Ecke geht? Gerade auf der Karte geguckt. Ja, okay, wir müssen unten lang, ja. Oder Dai hat wieder recht. Wäre nicht das erste Mal. Nee, da müssen wir später hin. Du küsst das, was hinter dir nur so nebenbei. Jojo. Kannst du töten, wenn du willst. Grüne Basilisken, wup, wup. Schon wieder eine Sackgasse. Sackzement. Sackzement? Mir ist eingefallen, dass der nächste Kampf nur funktioniert, wenn Roland dabei ist. Machen wir einfach Pause, bis er auftaucht. Hör auf. Roland wird nicht. Oh, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Der Torwächter sagt. Noch mehr orkisches Gekritzel. Da steht, holt den weißen Ritter zurück, denn nur er kann den Weg öffnen. Und ich weiß auch genau, wo er ist. Na, dann holen wir da. Dann kehrt wir Marsch! Wahrscheinlich genau da, wo wir gerade lang wollten, ne? Ich befürchte es ja. Lauf, 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 lauf. Ja. Was für Borderlands ohne Laufen? Kürzer. Nur halb so lange. Ja. Ach ja, das Laufen ist des Millers Lust. Ja, eigentlich müssten die ja solche Beine haben von der ganzen Lauferei. Ja, eins ist sicher, die skippen auch nicht den Leg Day. So. Ein abgestürztes Schiff. Okay, okay, okay. Was war das bitte? Ja, ich weiß nicht, muss irgendwie tot gewesen sein. Und da fallen mir so ein paar Namen sofort ein. Im Spiel hier. So, und der weiße Ritter. Wer mag das wohl sein? Weiß nicht, da oben steht er. Frag ihn mal. Ja, und? Ich sehe den weißen Ritter vor euch in seiner ganzen stattlichen, heldenhaften Pracht. Roland. Das ist ein Vögelchen. Echt jetzt? Wir reden später. Helft mir, dieses Ding zu bekämpfen. Kann ich nicht mal stillhalten? So, jetzt liegt es auf dem Boden. Kann das hältst du still? Das ist noch einer. Das ist noch einer. Machst du Sachen? Ja. Sehr schön. Da ist noch einer. Oh Gott. Roter Drache, roter Drache, blauer Drache. Wo ist der violett-grün-weiß gestreifte Drache? Der hat Feierabend. Ja, scheinbar.
Ach, komm schon. So, jetzt aber. Sehr schön. So. Hallo, Roland. Roland. Schaut, ihr seid ein Arsch. Ich schulde euch was. Das kann nicht gesund sein. Gut gekämpft, Schnuffi. Ich wäre geehrt wie Sau, wenn ich in eure Quest einsteigen könnte. So redet Roland nicht. Tut er wohl, solange ich ihm die Stimme... Ja, auf jeden. Los gehen wir. Okay. Oder erstmal die fette Knarre rausholen. Ja. Hey, Schnuffi. Schnuffi, ich war in diesem Zeppelin und hab nach der Königin Ausschau gehalten, bis irgendein Spaten ihn abgefangen hat. Meine Schuld! Wer ist diese Königin überhaupt? Wen suchen wir eigentlich? Sie ist die schönsteste Frau in der Geschichte aller Zeiten. Shorty hat Beine bis zum Geht nicht mehr. Wow. Das bringt mich jetzt echt voll null weiter. Tina? Tina? Sorry, hab gerade an ihre Beine gedacht. Them legs. Vor allem halt Shorty, ne? Kurz. Hat Beine bis zum es geht nicht mehr. Ja, weißt du. Also bis, ich muss gestehen, bis dahin habe ich die Quest nie gespielt. Ich hab mich nie getraut, irgendwie allein weiterzuspielen. Okay. 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 Kann ich Sterblinde ins Kopf schießen? Seht, der Pfad zum Baum des Lebens steht euch offen. Womöglich finden wir dort eure Königin. Aber das war gar kein Schwert, was er hochgehalten hatte. Das war eine Waffe. Stimmt, ein Schwert ist ja auch normalerweise keine Warte. Finde die Königin! Finde sie! Da ist das Schwert, ich hab einen Raketenwerfer. Roland, halt Ruhe! Oh, diese verfickten Teleporter, ey, die nerven sowas von. Ich lauf Roland hinterher. Oder soll ich euch helfen? Ach. Roland ist wichtiger. Wobei, beim Laufen? Vielleicht. Ja, vielleicht trägt er dich ja. Was ist denn das für ein Ort? Vitality Growth. Hier hat der Baum des Lebens seine ersten Wurzeln geschlagen. Im Baum war wer ist denn das da vorne? Guten, natürlichen Magien der Welt. Hierher muss die Königin gekommen sein, um den Fluch des Lebens zu verbrechen. Die Königin ist aber nicht hier. Schrift besagt, wir könnten den Fluch mit einem einfachen Ritual selbst brechen. Gebt mir die Blutfrüchte. Wir werden den Fluch brechen. Ich glaube, Blutfrüchte waren noch nie für was Gutes gut, oder? Götter der alten Magie, gebt mir die Kraft, diesen schrecklichen Fluch ungeschehen zu machen, den der hübsche, intelligente, gut aussehende, geniale Hexer verhängt hat. Erhebt euer Schwert! Zauber! Oh ja! Handsome Hexer hier! Ich habe eure Königin vor etwa 3 Stunden entführt. Sie ist schon in meinem Turm. Danke, dass ihr geholfen habt, den Geisterkönig herbeizurufen. Schönen Tod noch! Ich wollte noch sagen: Achtung! Wie heißt es nochmal schnell? Eine Zeitquest. Moment mal, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wendung, genau. Seit wann macht denn hier etwas Sinn? Ja, egal. Laseraugen! Ja, komm schon. Der kann. Nee.
schön zusammengefasst. Und das. Ah, der Saftsack will nicht sterben. Na, endlich. Schieß den Kopf ab. Schieß den Kopf. Auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Wo ist der Kopf? Da ist der Kopf. Hä, wo ist er denn? Der ist da irgendwo hin. Wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf? Ja, der fliegt hier rum. Da. Hab ihn. Wo ist er? Da. Was? Boah, halt. Boah, ich treff den nicht. Wo ist er hin? Wo ist er? Egal, gar nichts. Wo ist er? Ja, hier bei mir. Hab ihn. Im Lock. Ich treff den mit Raketen nicht. Irgendwie gehen die durch. Ja! Seltsame Sache, das. Au. Och nee, da ist schon wieder einer. Ich dachte, wir haben ihn getötet. Hilfe? Boah, da steht ja schon wieder der Penner. Da ist ein Skeletarus und... Das ist ein anderer. Aua. Hab ihn getötet. Gut. Wuppa. Da, alles gut. Na. Stress pur. Ha, Party. Also, dass mir so langsam die Munition ausgeht. Kannst ja doch neue holen. Wo? Hier drüben, hier ist so ein grünes Artefakt. Was? Munitionsschrein. Echt jetzt? Kostet aber ein Iridium. Ja, kostet ein Iridium, aber füllt deine ganze Munition wieder auf. Also für ein Iridium ist das schon billig. So. König so. Ist tot, lange lebe der König. Ja, stopp. Kopf! Wo ist er? Wo ist der Kopf? Da ist der Kopf. Stop. Tötet den Kopf, bevor der Fesslock aufhört. Los! Schneller, oh, sehr schön. Tot ist er. Noch zwei Stück. Noch zwei Könige. Boom. Da hinten ist noch einer. Da. Boah, das könnte echt. Sag mal, wo kann man denn bei denen Crit-Chance machen? Den Kopf? Ja, ich schieße die ganze Zeit auf den Kopf, aber ich. Ah, da war ein Crit. Da war ein Crit. Mord ist dein Hobby. Gut. Aua. Stress. Oh, das waren gerade ganz viele Crits, ey. Jo. Auf kurze Distanz einfach draufhauen. Immer gut. So, ich versuche den Kopf zu faceloggen. Sobald er wieder da ist. Sehr praktisch. Wo ist er? Da. Und facelock! Draufhalten! Weg ist er. Sehr schön. Und der letzte. Nein, komm da. Wo denn? Ach da. König Nasa. Zwergnase. Solange er nicht mit seinem Zwergnasemobil kommt. Auf ins Zwergnasemobil. Moment. Gütersloh, feine Perle Niedersachsens. Knapp daneben. Aber oft verwechselt. So, jetzt sollte er gleich und, komm. Ja, und... Da fliegt er. Facelock! Ja, dann mach doch! Hab schon. Schieß schneller. Los! Ja! Ach, wir sind so gut. Was sonst?
Wir sind so gut und die Folge ist aus. Na dann, Ski, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Däumchen nach oben da. Ihr dürft auch gerne unseren Channel abonnieren, bei unseren anderen Projekten rumstöbern. Dai. Ja. Sollen wir noch die Quest abgeben? Der steht hier direkt vor mir. Ja. Ah, da gibt's noch die Quest. Ich hab mich schon gewundert. Nein. Nach den Liebes gefangen werden, blablabla, Heimtücke, blablabla, hin zum Hexer, blablabla, Afur, Gefangenschaft, blablabla, Königin. Glücklicherweise war der Neuverbündete in den Zwergenminen. Das heißt, das nächste Mal gehen wir in die Zwergenminen. Also, wenn ihr die Königin seid, der Hexer hat sie. Okay, jetzt. Um zu seinem Turm zu kommen. Moment. Aha. So, Kein. Wir sagen dann bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss. Ciao.